Genau, okay, dann Wolfgang. Die Frage lautet, für was ist Freiburg bekannt? SC Freiburg Fußball. Ja, da war ich mal zweimal. Ganter Brauerei. Das neue Bibliotheksgebäude, ja guck mal, die schauen ja beim Fußballspielen zu, der hat doch keine Ahnung, wen er jetzt filmt, sag mal, was soll denn, das ist total unprofessionell, was du da machst. Der spielt noch mit Fußball. Ja. Ja, du hast schon. Wir sind Abdullah-Tipp hier. Wie heißt du? Janik, hey. Für was ist Freiburg bekannt? Freiburg ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass es eine Stadt ganz unten im Süden ist und dass wir eigentlich immer gutes Wetter haben. Okay. Aber in letzter Zeit leider nicht so. Aber es ist halt nicht immer so, oder? Nee, leider nicht. Aber wir haben oft das wärmste Wetter in Deutschland. Oh, das ist aber schön, gell? Mhm. Okay, und was gibt hier ganz besonders wichtig, dass man halt wissen muss? Ja, es ist eine schöne Stadt, wenn man hier spazieren gehen will, zum Beispiel auch für ältere Menschen, ne? Hat eine schöne Altstadt, aber auch für junge Leute, man kann viel unternehmen so. Also wir haben auch den Seepark, da... Wo ist das eigentlich? Seepark ist hinten in der Nähe von Landwasser. Okay, okay. Beziehungsweise Betzenhausen. Okay, was gibt da genau? Es ist, es ist ein großer See, da kann man chillen mit seinen Freunden, man kann auch baden und so. Ja, ja, ist schön dort. Das ist schon. Und ja, das war die Frage. Hast du Instagram oder TikTok? Ja, ich habe Insta. Wie heißt du in Insta? Soll ich mal buchstabieren? Ja, kannst du gerne machen da vorne. YANNICKFRBG. Okay. So Leute hier, Yannix hier, der nette Kalle. Bitte folgen, schenk ihm Like und ja, peace out. Danke. Tschüss. Danke dir, Yannick. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Danke. Sehr schön. Jo. So, hallo, ich bin der Abdu. Ja? Und wie heißt du? Salome. Wie? Salome. Tamara. Tamara. Okay, wir haben die zwei junge Damen hier. Wir fragen die über Freiburg. Für was ist Freiburg bekannt? Für freche Jugendliche. Ja. Okay. Was heißt freche Jugendliche? Es ist nicht so asozial wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt oder so, aber. Kann schon asozial werden. Aber auch, denke ich, die Leute sind auch nett hier, nett, doch ja? Auch, ja. Was denkst du? In Freiburg kann man halt so rumlaufen, wie man will. Man okay. Wird nicht verurteilt dafür. Ja? Okay, was ist halt besonders, ganz besonders in Freiburg hier? Ich denke, ja, man kann im Sommer auf jeden Fall, ist viel ein Stadttheater, Mensapark los. Ja. Da sind viele Jugendliche, die zusammen feiern gehen. Das ist nice auf jeden Fall. Ja. Und ja, ansonsten, wie sie gesagt hat, man kann seine Kreativität schon ziemlich hier ausleben. Ja, ich eigentlich auch so. Man kann im Sommer sehr viel machen, so mit Feiern und so. Mhm. Und das ist dann nicht so eingeengt mit so vielen Menschen. Okay. Ja, und noch eine Frage. Ist Freiburg eigentlich eine schöne Stadt? Ja, sie ist vor allem sauberer als andere Städte, muss man ehrlich sagen, finde ich. Was denkst du, wenn man das vielleicht in andere Städte vergleichen, zum Beispiel Hamburg, Berlin oder so? Ich war jetzt noch nie in Hamburg. Aber da es halt einfach kleiner ist, finde ich, ist es schon schöner. Es ist nicht so viel los. Man sieht auch hier in der Stadt so, es geht eigentlich voll klar. Und du, was denkst du? Also ich war schon mal in Berlin. Okay. Also Berlin ist ziemlich groß und es sind einfach viel zu viele Menschen für mich. Ja. Und Freiburg ist halt so etwas kleiner, aber trotzdem noch eine Stadt und so. Ja, das finde ich schon. Hat Spaß gemacht. Ja. Okay, wo kommst du her? Freiburg. Echt jetzt? Ja. Das wollen wir heute. Wir wollen Leute fragen, die in Freiburg hier oder vielleicht geboren. Ja. Oder hier leben? Ja, ich lebe hier. Genau, okay. Ich habe noch ein paar Fragen hier. Ja. Und kannst du dich ganz mal anschauen? Wenn du fit bist, dann kannst du mir Bescheid sagen. Dann fangen wir an. Es gibt nichts Falsches, du kannst nur einfach deine Meinung sagen. Okay? Ja. Für was ist Freiburg bekannt? Fußball. Freiburg hat eine sehr gute Fußballmannschaft. Aha. SC Freiburg. Ja. Die spielen gerade auch sehr gut in der Bundesliga. Mhm. Und Freiburg ist halt bekannt fürs Freiburger Münster. Wo ist das eigentlich? Das ist da hinten. Ist der nicht weit von hier? Nein. Das ist halt gut zu wissen. Ja? Halbe Stunde mit Fuß. Okay, alles klar. Okay, ist Freiburg eine schöne Stadt? Ja. Okay, was ist hier besonders wichtig zu wissen? Dass man viel rausgeht, mit Freunden Shisha-Bar geht, Pfeifen rauchen. Mhm. Und chillen halt und trinken. Okay. Immer in diese Platz. So wie du, gell? Ja, ich trinke immer hier in diese Platz. Was trinkst du am meisten gern? Jack Daniels. Was? Jack,
Jackie. Jackie Cola. Alles klar. Okay, dann wieso hast du eine Instagram, was du vielleicht draußen hast? Nee, ich habe gerade kein Instagram mehr. Kein Instagram? Nein. TikTok oder so? Nein, nein. Kein TikTok. Okay, dann das war's. Hat Spaß gemacht. Ja. Und vielen Dank. Bitte. Ja. Jawohl. Dankeschön, gell? Danke.